Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Ja, irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht. Ich möchte nämlich ein Pack, ein Blueprint Pack veröffentlichen, also an euch quasi schicken, euch Zugang dazu geben. Es hat momentan 70 Blueprints und es ist ein Station Builder Pack, also ihr könnt euch damit eure eigenen riesengroßen oder klitzekleinen Raumstationen bauen. Das ist natürlich euch überlassen und ich brauche eure Hilfe. Und zwar bräuchte ich Ideen für weitere Module, die ich vielleicht noch hinzufügen könnte. Natürlich, ich werde nicht alle eure Vorschläge hinzufügen, aber ein paar werde ich wahrscheinlich schon hinzufügen können. Und ich würde sagen, wir gehen einfach durch die ganzen Teile durch, die bisher vorhanden sind. Sie sind in mehreren verschiedenen Größen und auch anderen Variationen verfügbar. Das heißt, da sollte es auf jeden Fall eine Menge Inspiration geben. Das Blueprint Pack, das werde ich in dieser Folge noch nicht veröffentlichen. Wahrscheinlich erst nächste Woche oder übernächste, je nachdem, wie viele Vorschläge eben vorgeschlagen werden. Ja, Vorschläge vorschlagen. Gute Idee. Genug geredet, fangen wir jetzt einfach an. Und dazu laden wir mal Baupläne. Ihr seht das hier, das sind alles Baupläne, die dazugehören. Und wir gehen mal ganz nach links. Und da haben wir es, Booster-Segmente. Ja, das zeige ich euch. Die sind einfach unterschiedlich groß. Ich zeige euch mal das mittlere. Und da ist es geladen. Ihr seht, das sind einfach nur ganz viele Ionentriebwerke. Und das hier sind, das ist die mittlere Variante, ja, die ist 3 breit, die kleine Variante ist 2 breit und die große ist halt 4 breit. Das sind die Unterschiede zwischen klein, mittel und groß. Und da die halt so effizient sind, könnt ihr auch eure ganze Raumstation nehmen und sie einfach zu anderen Planeten verfrachten. Und so wird dann auch meine MS-Kolonie, ja, so heißt sie, aussehen. Das ist eine Raumstation, die ich aus diesen Teilen bauen werde. Mit der werden wir dann den Jupiter erforschen, beziehungsweise eine Kolonie dort bauen. Das hier sind jedenfalls die Booster-Segmente. Dann gehen wir mal weiter zu den Booster-Adaptern. Ihr seht, da sind ja oben diese Andockluken dran. Die sind 4 breit, also die mittleren. Und, oh, da bin ich ein bisschen zu weit gegangen. Hier haben wir Booster-Adapter. Und ihr seht, da sind diese kryptischen Buchstaben und Zahlen dahinter. Hier haben wir zum Beispiel Booster Adapter K3. Das bedeutet, das ist erstmal ein Adapter für diese drei Booster-Segmente. Das K steht für klein und 3 steht eben dafür, dass es 3 von diesen kleinen Booster-Adaptern gibt. Wir laden das mal und ihr seht, da passen genau die kleinen rein. Die kleinen sind ja nur 2 Ionentriebwerke breit und ihr seht, das passt perfekt. Das sind auch die richtigen Andockluken. Das heißt, hier könntet ihr zum Beispiel 3 von diesen kleinen Booster-Segmenten ranbauen. Die gibt es natürlich in verschiedenen Größen und ich werde euch jetzt nicht alle zeigen, aber ein paar könnte ich euch schon zeigen. Also hier haben wir K5, die sind dann einfach kleine, 5 kleine von denen nebeneinander. M1, das ist ein mittleres, M3, das sind 3 mittlere, G1 und G3, das sind die großen, jeweils 1 und 3. Und jetzt kommen wir zu den Mischvarianten, das sind nochmal eine ganze Menge mehr. Ich würde es euch mal an M1, K2 zeigen. M1, das ist ein mittleres und K2 sind 2 kleine. Und ihr seht, hier haben wir das mittlere in der Mitte und die kleinen an der Seite. Das gibt es natürlich genau andersrum nochmal. Dann heißt es M2K1. Und das ist auch so geregelt, dass immer das größere Segment als erstes kommt. Also M ist natürlich größer als K, Mitte ist größer als klein. Hier haben wir auch G1, M2, da ist G vorne, weil es groß ist. Und so weiter und so fort. Und ja, hier gibt es zum Beispiel auch noch G2, M1.
ist ein mittleres und zwei große an der Seite. Da gibt es ganz, ganz viele Variationen. Und es gibt sogar tatsächlich eine besondere Variante. Und zwar M1, K4. Das sind dann einfach 5 Triebwerke statt nur 3. Da haben wir 4 von diesen kleineren. Hier und hier. Und da haben wir ein mittleres in der Mitte. Könnte auf jeden Fall ganz cool aussehen. Könnt ihr euch natürlich aussuchen, welche ihr da nehmen wollt. Welche Triebwerke und so. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, was ich für die MS Colony dann benutzen werde. Deshalb, ich muss mal schauen. Ich muss selber noch ein bisschen herum experimentieren. Und das waren jedenfalls die ganzen Booster-Adapter. So, jetzt kommen wir zu den Truss-Segmenten. Ich zeige es euch einfach mal kurz. Das sind diese Gitterelemente hier. Das sind einfach hier diese Undock-Luken, aber ein bisschen verlängert. Und davon gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Variationen. Das hier ist die sehr klein, ja, also das sehr kleine Truss. Und es gibt natürlich, ja, ich zeige es euch einfach, Truss-Segment sehr kurz, das ist jetzt, was wir gerade haben. Sehr kurz 1 und 2, ihr seht diese Zahlen dahinter. Das ist nicht, weil ich irgendwas gleich gebaut habe und deshalb eine andere Nummer da ist. Das hat tatsächlich eine Funktion. Gehen wir mal hier zu sehr kurz 2. Und ihr seht, es gibt hier 2 von diesen mittleren Undock-Luken. Ja, und das ist bei den ganzen anderen Varianten noch so. Ich kann euch vielleicht noch ein, zwei zeigen. Truss-Segment. Nehmen wir mal Mittel 3. Und dann seht ihr, es hat 3 von diesen Undock-Luken. Und ist natürlich länger als das davor. Das ist sehr kurz. Das hat 1 von diesen 12 breiten Nutzlastverkleidung. Das kleine hat dann 2. Das hier ist das mittlere, also hat es 3. Und dann zeige ich euch noch ein großes. Das hat dann natürlich 4 Stück von denen. So, hier haben wir lang. Ja, nehmen wir mal das hier. Lang 6. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Undock-Luken. Und hier haben wir 1, 2, 3, 3 und komm schon, 4 von diesen 12 breiten Nutzlastverkleidung. Es gibt also eine ganze Menge Variationen, die auf jeden Fall nützlich sein könnten, wenn ihr eure Station bauen wollt. Und das war's mit den Truss-Segmenten, sind natürlich eine ganze Menge. Ich habe nicht nachgezählt, aber es sind so 18, ja 20 glaube ich, so in etwa 20. Und das sollte jedenfalls für eine ganze Menge Inspiration sorgen, wenn ihr eine Basis bauen wollt. So, jetzt haben wir hier die Treibstofftanks. Die werden natürlich nützlich für die Ionentriebwerke. Und da verändert sich wirklich nicht viel. Es ist im Grunde das hier. Ich weiß, es ist ein bisschen enttäuschend. Das ist das Kleine, das Mittlere ist so lang und das Große ist eben so lang, wo es eben noch dieses Stück dazu hat, sind also ein bisschen größer. Ich persönlich finde die hier am besten. Die sind ziemlich rund im Vergleich zu den anderen. Und ja, ich finde es einfach, sieht gut aus. Und falls ihr es nicht bemerkt habt, die Sachen sind alle weiß. Und zwar aus dem Grund, ihr braucht natürlich die Teilexpansion dafür. Ihr braucht aber nicht unbedingt die Skins dafür. Ich habe es erstmal alles weiß gelassen, damit, wenn ihr die Skins nicht habt, damit ihr es trotzdem benutzen könnt. Wenn ihr die Skins habt, dann könnt ihr es natürlich selber einfärben. Ich werde es bei der MS Colony zum Beispiel einfärben, damit alles eben schön aussieht. Ja. So, Treibstofftanks haben wir fertig. Truss-Segmente, okay. So, jetzt kommen wir zu den ganzen Solarzellen. Und das sind, ja, das sind nicht so viele. Das sind 12, glaube ich. Nein, nicht ganz, es sind 10. Es sind 10 Stück. Und zwar haben wir hier mehrere Versionen. Ich zeige euch erstmal diese beiden. Da haben wir die Solarzelle schmal und die Solarzelle breit. Und ihr seht, das ist wirklich nicht viel hier. Wir fahren die mal aus. Und was witzig ist, das hier, dieses Teil hier, das wird nicht überlagert oder so. Das geht einfach dadurch ohne Probleme.
was sehr schön ist. Das heißt, es ist natürlich auch Clip, also es braucht keinen Clip-Bug oder auch kein BP-Edit. Und das hier ist einfach so ein einzelnes Solarmodul, das ihr dann an die Truss-Segmente mit den Docking-Adaptern ranmachen könnt. Das schmale bzw. das kleine ist natürlich mit dem kleinen Solarpanel und das ist dann genauso aufgebaut. Jetzt haben wir noch ein paar andere. Und zwar haben wir hier Schmalkurz A, Schmalkurz B. Das sind ein paar Unterschiede dazwischen, vor allem die Bauweise. Schmalkurz A, ich kann es euch zeigen. Schmal und kurz, die Solarzellen, das sind ja die schmalen. Ja, das ist so zusammengesetzt, das sind die schmalen. Und es sind nur drei von diesen, also es ist kurz. Ich kann euch auch noch schmal lang zeigen. Das hat dann eben statt drei Segmenten hat es vier. Und mal sehen, ob ich es finde. Schmal lang, ah, da. Ja, es hat vier Segmente und ist damit ein bisschen größer. Die Solarzellen haben bisher natürlich keine Funktion, aber wenn sie eine Funktion hätten, wären sie natürlich für die Ionentriebwerke nützlich, weil die eigentlich sehr viel Strom verbrauchen würden, wenn das elektrische System nicht momentan komplett überarbeitet werden würde. Aber gut, da haben wir hier noch schmal kurz B und schmal lang B. Ich zeige es euch mal an schmal lang B und ihr seht, das sind komplett andere Bauweise. Vorhin waren die ja nebeneinander gebaut, also übereinander gebaut, so dass man die zur Seite öffnen kann. Jetzt sind die so gebaut, dass man sie eben nur nach oben öffnen kann und nicht zur anderen Seite. Es sind hier auch sechs. Das sind ein bisschen weniger als schmal lang A, aber es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und besonders gut sieht es dann aus, wenn ihr die größeren benutzt. Und die kann ich euch auch mal zeigen. Schmal lang B, da. Breit kurz A, das ist im Grunde das, was ihr eben schon gesehen habt. Aber hier breit kurz B, das sieht an sich ziemlich cool aus. So ein bisschen auch wie die Solarzellen momentan auf der ISS. Die sind ja auch hier so zusammengebunden. Und dann am Truss-Segment befestigt. Und vielleicht nochmal als Vergleich das mit dem anderen von den Solarzellen. Also hier haben wir breit-kurz, das sind drei Segmente, und breit-lang, das sind dann eben vier Segmente. Sorgt natürlich alles, dass, es sorgt alles dafür, dass ihr eben so viele Teile wie möglich habt. Und möglichst viel bauen könnt. So, das sind so ziemlich alle Solarzellen. Es gibt natürlich noch ein paar andere, aber ich werde dir jetzt nicht alle groß zeigen. Kommen wir zu den Adaptern. Das sind nur drei Teile, einmal groß zu mittel. Also es sind im Grunde die Adapter zwischen den Andockluken. Das hier ist vom großen zum mittleren. Dann gibt es noch mittel zu klein und eben groß zu klein, aber das sind dann eben im Grunde alle gleich aufgebaut. Ja, das ist ein echt komischer Satz gewesen. Naja, egal. So, also hier Adapter groß zu mittel, mittel zu klein und groß zu klein. Könnt ihr natürlich umdrehen, habt ihr mittel groß, klein mittel und klein groß. Hier haben wir Kreuzungen. Das sind so wie die Adapter eigentlich nur Hilfsbauteile, die man sich im Grunde selber bauen könnte. Und ich lade mal das mittlere. Die sind halt hier mit diesen mittleren Andockluken, beziehungsweise kleinen, beziehungsweise den großen, dann verbaut. Dann haben wir das. Wir sind auch so ziemlich schon durch. Hier haben wir die Kreuzung. Jetzt haben wir noch drei Satellitenschüsseln. Die braucht man ja immer wieder, vor allem wenn man zu fernen Sternen reist. Und ich zeige euch einfach mal die mittlere. Das ist so eine hier, die kann man dann öffnen. Das sind hier natürlich Nutzlastverkleidungen und die sind hier mit dieser Sonde befestigt. Das ist halt so ein kleiner Bug, dass es da einfach durchgehen kann. Das machen wir uns aber zunutze. Dadurch haben wir hier in der Mitte, wie in den früheren Versionen von SFS, keine Lücke mehr, sondern haben einen durchgehenden Pfad, wo wir das aufbauen können. Das ist auf jeden Fall die mittlere. Es gibt noch eine kleine und eine große.
Und die sind halt entweder ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer. So, die Satellitenschüsseln haben wir wieder so ein kleines, nicht unbedingt notwendiges Detail. Ja, es sind so Atemlufttanks. Es sind natürlich Treibstofftanks, aber ihr seht hier drei Tanks, einmal für Stickstoff, einmal für Sauerstoff und einmal für Kohlenstoffdioxid, um möglichst die natürliche Zusammensetzung der Luft auf der Erde nachzustellen, damit die Astronauten schön leben können. Sieht es jedenfalls so aus. Gibt es nochmal klein und mittel. Ich zeige euch einfach nochmal klein. Da ihr seht, das mit dem Kohlenstoffdioxid ist jetzt nur noch zwei Fallschirme, weil es wirklich sehr klein jetzt wird und sehr schwierig wird, da irgendwie groß mit Details zu arbeiten. Die Atemlufttanks haben wir jetzt und jetzt kommen wir, ja, bevor wir die Module machen, machen wir erstmal die drei extra Sachen, die es hier noch gibt. Als erstes gibt es ein Crew Escape Pod. Ja, das ist kompliziert, aber es ist im Grunde das hier. Ich glaube, das kann jeder von euch bauen. Das Teil, das habe ich getestet, das kann von Jupiter, also von einem Jupiter-Orbit bis zur Erde fliegen. Und ist damit natürlich sehr gut, um irgendwie ein paar Astronauten zu retten oder ähnliches. Wenn irgendjemand verwundet ist, steigt ein, das Ding fliegt los auf zur Erde und mit den zwei Fallschirmen kann es dann natürlich sicher landen. Ist natürlich, das könnt ihr selber bauen, ja, aber ich wollte es schon mal dabei haben, damit, falls ihr überhaupt keine Ahnung habt, wie man irgendwas baut, damit ihr eine Vorgabe habt. Und ich wollte irgendwie auf 70 Blueprints kommen, deshalb habe ich das auch gemacht. Luftschleuse, total unnötig. Hier ist sie. Ja, ihr könnt hier auch einen Crew Escape Pod dran machen, deshalb eine Unlock-Luke. Ich hätte theoretisch auch einfach einen mittel zu kleinen Adapter nehmen können, aber ich habe es einfach mal so gebaut. Ja, das ist eine Unlock-Luke. Das müsst ihr akzeptieren und dann funktioniert's. Und wir haben noch einen Satelliten. Wenn ihr angekommen seid in irgendeinem Orbit von irgendeinem Planeten, hier beinahe die Standardvariante meiner Satelliten. Bis auf den Fallschirm haben wir hier die Andockluke, sodass wir es vor dem Transport noch befestigen können und auch keinen unnötigen Müll im Orbit hinterlassen müssen. Ja, ihr kennt das garantiert aus SFS Colony. Ich habe die überall im ganzen Universum schon verteilt. Also, das sind einfach ganz gewöhnliche Satelliten. Kommen wir zu den letzten paar Sachen, und zwar Module. Da sind keine Unterschiede zwischen Forschungsmodule, Wohnmodule. Die könnt ihr euch dann einfärben, wenn ihr die Skins habt. Und an sich sind die halt alle ziemlich ähnlich. Ich zeige es euch mal klein kurz. Sieht so aus. Da sind halt immer so diese Räder dabei. Ja, das ist klein kurz und ist halt ein recht kleines Modul und kurzes Modul. Dieselben gibt es dann immer in klein lang. Ja, das ist dann einfach etwa doppelt so lang, aber die gleiche Breite. Und dann haben wir noch mittel und zwar kurz und lang. Ich zeige euch mal lang. Das sieht dann so aus, ist halt sechs breit statt vier. Und zu guter Letzt. Zum Abschluss haben wir noch groß und kurz, das ist dann 8 breit, hat auch 4 von den Rädern und ja, das ist dann das letzte Modul, was es gibt und ihr könnt damit so ziemlich eure eigenen Sachen bauen. Kommen wir nun zum Abschluss der Episode, der Folge und zurück zur Frage, die ich schon am Anfang gestellt habe. Wollt ihr noch weitere Module? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Keine Garantie, dass ich es mit reinmache. Ich muss mir ja auch irgendwie gefallen, wenn es irgendwie was komplett Dummes ist, wie, keine Ahnung, ein riesiger Asteroid. Den könnt ihr euch dann auch selber bauen. Da sehe ich jetzt keinen Sinn da drin, den an eine Raumstation anzubinden. Also wenn es schon noch so ein logisches Modul ist, was ihr häufig bei Raumstationen gesehen habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben.
Ansonsten war es das jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.